Oh, manchmal hasse ich diese dumme Katze. Nicht. I love you, Cat. Ja, immer aufs Maul! Danke. So,
So, einen wunderschönen guten Abend. Hallo Leute, ich grüße euch. War das Jonglieren so anstrengend? Ich habe nicht jongliert heute. Ich habe heute noch nicht jongliert, Claudi. Ui je. Ich kann nachher vielleicht noch ein bisschen jonglieren hier. Meine Nase glänzt schon wieder so unfassbar. Ah. Und damit einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Na, was geht ab? Ihr werdet euch fragen, wieso ist er jetzt schon wieder online? Was ist denn mit ihm? Ich hatte gestern Spaß beim Stream. Ich fand das eigentlich ziemlich gechillt. Gerade einmal die Pegel checken hier. Ich hätte jetzt nichts dagegen, einfach heute Abend nochmal genau das gleiche zu machen. Einfach nochmal ein bisschen Kaizo spielen und chillen. Ich wollte nur kurz Bescheid sagen, also ich bin jetzt da. Hey Leute, ratet mal, was ich gerade esse und wie die Pizza belegt ist. Mein Herz schlägt für Zelda. Naja, also das eine, die anderen beiden schlagen für Christina natürlich. Pizza belegt mit Herz heute. Mit Herzen, genau. Ich werde jetzt zum Essen gerufen, bin dann später wieder da. Bis später, Erik. Guten Appetit. Erzähl mal nachher, was es gab und ob es geschmeckt hat. Dennis and Chill. Genau. Hi Claudi. Claudi, ich freue mich voll auf meine Jonglierbälle, die ich bestellt habe. Ich habe nochmal andere bestellt. Ich habe ja bisher hab ich so Beanbags. Das sind einfach so, so Stoffbälle quasi, gefüllt mit irgendeinem Plastikgranulat oder so. Und jetzt habe ich mir nochmal so Stageballs bestellt. Das sind ganz runde, glatte Bälle. So, die sind auch etwas größer und gerade wenn ich dann auf Instagram irgendwas mache, dann sieht man die natürlich besser und dann sieht das viel toller aus. Und die habe ich bestellt bei einem Jonglage-Shop im Internet, Henrys. Die kennen sich scheinbar aus mit Jonglier-Stuff. Die machen seit 30 Jahren, stellen die den Scheiß selber her und die sind ein Name, der überall bekannt ist auf der ganzen Welt, wenn es um Jonglieren geht. Glaube ich. Ich habe das schon sehr, sehr oft gehört. Dass die, was Jonglage-Equipment angeht, ziemlich weit vorne dabei sind. Ich habe gerade auch was bestellt. Essen von HelloFresh. Hast du das mal versucht? Ich habe den Prozess angestoßen. Ich war willens, den Weg zu gehen. Sie haben mir. Es war ein komisches Ding, weil. Ich habe auf irgendein Angebot geklickt, auf irgendeine Werbung, wo sie mir irgendeinen ganz tollen Rabatt versprochen haben. Und dann habe ich versucht, mich zu registrieren und diesen Rabatt zu nutzen. Und irgendwas hat aber in diesem Prozess einfach technisch nicht funktioniert. Ich weiß nicht mehr, was es war. Und so ist es dann nie zu einem Vertragsabschluss gekommen. Und sei es auch nur für ein Probeabo. Und dann hatte ich auch irgendwann kein Interesse mehr. Weil ich mir so dachte, na, come on, wie faul wollen wir denn alle noch werden? Also, ja klar, ein bisschen Faulheit ist gar nicht schlecht im Leben. Da bin ich der Letzte, der das irgendwie jemandem absprechen möchte. Aber hey Leute, come on. Lässt man sich schon das Essen portionieren und zuschicken und man muss dann nur noch in die Pfanne hauen. Also wie faul wollen wir denn noch werden? Ich finde, das ist noch ein okayer Grad von Faulheit, aber es zeigt auch, in was für einer Welt wir speziell jetzt leben. Naja, Leute. Wurde auch durch einen Rabatt gelockt. Ja, so machen sie es, ne, Claudi? Naja, kochen muss man noch selber.
Ja, immerhin, ne? Außerdem ist es, glaube ich, super teuer. Glaube ich. Also, ich glaube, es ist schon relativ teuer. Aber, Claudi, du wirst es dir leisten können. Oh, ey, Claudi, ich habe mir überlegt, ich wollte ja eigentlich Mario Kaizo spielen, ne? Nightmare Café. Aber ich habe gesehen, dass irgendwie die Crowd im Discord ist. Und ich hätte schon Bock auf Golf with your friends, ne? Und Serbi und Yashi. Und Jay. Und her lovely tentacles sind im Discord versammelt. Ich weiß nicht, was die machen gerade, ne? Aber ich wäre willens, die mal zu fragen, ob die Lust hätten auf Golf. Wenn du dabei wärst, würd ich fragen. So. Bisschen lauter kann ich die Musik aber machen. Warframe, sind wir am Ballern! Jay, dann frag du mal für mich nach, ob Interesse bestünde auf Golf with your friends. Aber ich will auch niemanden drängen. Sag das bitte dazu. Also falls kein Interesse besteht, einfach sagen, jetzt spiele ich Kaizo. Es war nur so ein Einfall. Erstmal sofort wieder rechtfertigen, ey. Yashi und Serbi sind gerade nicht da. Ach so, okay. Kann ich da noch irgendwie eine ganze Zeit lang Blödsinn machen? Die sind AFK. Wahrscheinlich bringen die gerade die Kinder ins Bett. Wir spielen Warframe. Das ist unser Lieblingsspiel. Warframe. Es gibt uns richtig viel. Warframe. 3800 Stunden am Stück. Warframe bringt mir das Glück. Yeah, Warframe. Yeah. Warframe. Put your hands up in the air for Warframe. Put your hands up in the air for Warframe. Bestes Spiel in der Welt. Yo, yo. Ach, diese kleinen Hände, ey. Die haben so eine ungesunde Farbe. Das ist keine Hautfarbe. Guck mal. Für 10 Minuten. Und das seit 15 Minuten. Dann sind sie 5 Minuten überfällig. Habe ich ausgerechnet. Dir gefällt der Quatsch hier? Dann lass doch gerne ein Follow da. Genau. Ich würde sonst schon mal jetzt aber mit Kaizo anfangen, ne? Also, wir können das ja vielleicht mal im Laufe des Abends versuchen zu klären, das Thema mit Golf with your friends. Claudi scheint ja auch gerade nicht anwesend zu sein. Dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt erst ein bisschen Mario spielen. Was haltet ihr davon? So, kleinen Moment. Ich muss mich mal gerade für Musik entscheiden. Glaube ich, nehme wieder den Breaker. Oder Sunset natürlich, ne? Sunset, hören wir mal gerade rein. Der liebe Gott, oh, oder wir machen natürlich, der liebe Gott muss ein Rüganer sein. Er schuf die Insel wie ein Edelstein. Klar, das können wir auch als Hintergrundlied wählen. Du hast meine Nachrichten nur nicht gelesen. Was? Sorry. Wurde durch einen Rabatt gelockt? Naja, kochen muss man selbst. Wenn man alleine ist, ist Portionieren ganz gut. Habe jetzt für 3 Gerichte für 2 Personen knapp über 17 Euro bezahlt. Sorry, ich habe dich tatsächlich überlesen, Claudi. Mittlerweile achte ich gar nicht mehr auf dich, weil ich mich an den Anblick von dir hinter den Vorhängen so gewöhnt habe. Ich gucke da gar nicht mehr richtig hin. Ich wäre heute tatsächlich nicht dabei. Ich würde nur zugucken. Na gut. Ey, dann spiele ich jetzt Mario. Das ist super. Was ist denn hier schon wieder los? Veränderung! Einen wunderschönen guten Abend, Schlomser. Na? Jay, das ist... Jay, Golf with your friends ist abgesagt. Claudia hat keine Zeit, es ist abgesagt. Ich spiele jetzt, Mario Kaizo. Nerdy Turkey, einen wunderschönen guten Abend. Na? Jetzt sollt ihr aber auch tatsächlich mal anfangen, ne? Gerade noch mal hier. Wir lassen es erstmal bei Sunset. Und dann gucken wir mal, wo die Playlist uns hinführt. Langsam musst du es beibehalten. Ich gewöhne mich langsam dran. Ja, dann darf man es nicht mehr ändern, ne? Alles ist furchtbar.
Aber nach einer Woche darf man es nicht mehr ändern, weil dann ist es nicht mehr Veränderung. Ansonsten alles, was sich verändert, ist furchtbar. Netgemind has spent 22 days, 18 hours watching Netgemind. Ja, immer die Wiederholung in Dauerschleife. So. Wir machen natürlich genau da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Das nächste Mal, wenn du mich ignorierst, bewerfe ich dich mit deinen Jonglierbällen. Von hinten, ne? Ne, dann bitte mit der Keule aber auf den Kopf. Haltet mal gerade. Ich muss das mal noch so ein bisschen austarieren mit der Beleuchtung hier. Gib mir mal einfach noch ein paar Minuten, okay? Ich muss dann noch die Balance finden. So. Ja, genau so. Du hast es richtig gesagt. Ich habe Schlumser mittlerweile durchschaut. Kein Problem. Mir gefällt die Playlist nicht. Die Musik gefällt mir nicht. Wollen wir mal hier die machen? Ah, das ist eher so eine Morgenmusik, finde ich, oder? Oha, du jonglierst? Ja, ich jongliere. Du kannst dir meine Fortschritte anschauen auf Instagram. Da bin ich bekannt als Netgemind. Und da jongliere ich. Also nicht nur auf Instagram. Aber manchmal filme ich das dann neuerdings. Und dann stelle ich das auf Instagram. Sorry, dass ich die ganze Zeit sterbe hier. Aha, so. Ich bin zurück. Es gab Brötchen mit Butter und Schinken und 2 Schokowaffeln. Alter. Brötchen mit Butter und Schinken. Oh, das ist schon mal geil. So frische Brötchen, schön mit Butter und dann Schinken da drauf. Och, Erik. Ach, Erik, ey. Oh. Nicht schlecht. Und dazu dann noch 2 Schokowaffeln. Du hast aber auch wirklich ein Leben, ey. Meine Güte. Christina ist da wahrscheinlich ein bisschen neidisch drauf, oder? Christina geht einmal in der Woche oder alle 2 Wochen mit den Eltern einkaufen. Dann muss sie davon überleben. So, auf Gedeih und Verderb. Und wenn nichts mehr im Kühlschrank ist, dann hat die noch 5 Mark Taschengeld. So, aber... Da muss sie sich schon Schokolade von kaufen. Es ist ein hartes Leben. Erik ist einfach mit dem goldenen Löffel im Mund geboren worden. Schlumser geht erstmal einkaufen. Schlumser, ich gebe dir einen kleinen Tipp. Mach dir vorher einen Einkaufszettel. Dann gibst du nicht so viel aus. Du musst dich dran halten an deinen Einkaufszettel. Das ist die Regel. Ich gehe immer ohne Einkaufszettel in den Laden und gebe immer viel zu viel aus im Supermarkt. Weil man sich viel zu viel unnötigen Scheiß dann in den Warenkorb legt. Death Montage. Von Mario Kaizo meinst du jetzt? Ja, aber immer der gleiche Tod. Sehr langweilig. Ja, ich habe dir eben gerade gefolgt. Ja, super, nice. Mein Instagram-Game könnte ich auch noch ein bisschen upsteppen. Ich mache nicht so viel auf Instagram, weil manchmal weiß ich halt nicht, was ich an Content so, da bin ich dann zu faul, mir irgendwas zu überlegen. Ich will halt auch keinen super langweiligen Content machen, immer das gleiche Foto so. Dafür biete ich auch einfach nicht genug optische Schauwerte. Aber das mit dem Jonglieren ist natürlich relativ einfach, weil da kann ich dann einfach meinen Prozess zeigen. Ich lerne ja jeden Tag dazu, jeden Tag, den ich trainiere. Jeden Tag, den ich eine Stunde auf dem Balkon stehe und einfach neue Tricks übe, werde ich viel besser. Das heißt, innerhalb von einer Woche mache ich riesigen Fortschritt. Und das kann man dann sehr, sehr gut immer dann anderen Leuten zeigen. Ja. Macht Spaß. Falls ihr noch irgendwie ein Hobby sucht und auf so Geschicklichkeitssachen steht, würde ich euch echt mal empfehlen, übt mal jonglieren. Holt euch mal 3 Bälle. Es reicht auch für Anfang 3 Tennisbälle. Ist relativ günstig. Und dann fangt ihr einfach mal an. Tennisbälle sind ein bisschen lame.
Die sind viel zu leicht, das funktioniert nicht gut. Aber ihr könnt die auseinandersägen und dann macht ihr da ein bisschen Sand rein. Dann füllt ihr die zur Hälfte mit Sand und dann klebt ihr die wieder zusammen. Und dann habt ihr richtig gute Jonglierbälle. Das ist ein sehr meditatives Hobby, tatsächlich. Das Ding ist, die Brötchen waren nicht mehr frisch und der Schinken war auch schon abgestanden. Ach, das ganze Bild fällt zusammen von Eriks reichem High-Society-Lifestyle. Ach, so pappiges, da gibt's ja nichts Schlimmeres, ne? Es gibt ja nichts Besseres als ein frisches Schinkenbrötchen. Ein geiles Brötchen, geile Butter, geiler Schinken. Aber es gibt auch fast nichts Schlimmeres als ein schlechtes Schinkenbrötchen. So ein altes, pappiges Brötchen. So ranzige Butter und so alten, leicht angetrockneten Schinken. Auch relativ geschmackloser Schinken. Naja, Erik. Die Butter war auch zu weich. Wahrscheinlich war es ein richtig geiles Brötchen, aber du bist mittlerweile super anspruchsvoll. Das könnte ich mir nämlich auch vorstellen bei dir. So, deine Eltern kredenzen dir wirklich die feinsten Speisen und du bist nie zufrieden, Erik. Nie. Was ist denn da los? Okay, ich gehe meinen Sandwich-Maker rausholen. Ach ja. Guck mal, Erik, du hast Claudi den Mund ganz wässrig gemacht. Mir übrigens auch. Die Schokowaffeln waren aber lecker, ja gut. Alter, Männer husten hier. Ich kann nur zwei Bälle jonglieren. Da du einen Kappa dahinter gemacht hast, gehe ich davon aus, dass es ein Penis-Joke ist. Ansonsten, falls du wirklich zwei Bälle meinst, mit denen du jonglieren kannst, finde ich das schon mal richtig gut. Mach einfach weiter. Guck dir ein paar Tutorials an im Internet. Und irgendwann, in ein paar Tagen, kannst du mit drei Bällen jonglieren. Und das ist schon ein richtiger Skill, den man Leuten zeigen kann. Mit drei Bällen jonglieren ist schon eine relativ beeindruckende Angelegenheit auf einer Party. Ist jetzt noch nicht so beeindruckend, aber schon, dass Leute sagen so, wow, der kann mit drei Bällen jonglieren. Erik, vielleicht auch für dich mal. Du hast mich ja letztens noch im Rat gefragt, wie man auf Partys am besten Leute kennenlernt. Lern jonglieren. Dann bist du der Weirdo, der auf die Studentenparty einfach seine Jonglierbälle mitbringt. Und dann bist du wie der Typ, der seine Gitarre mitbringt, um Knocking on Heaven's Door zu spielen. Nur du bist der Typ mit Jonglierbällen. So, aber es ist genauso beeindruckend. Dann werden alle extrem auf dich stehen, Erik. Ich weiß, wie ein richtig geiles Schinkenbrötchen schmeckt. Und das war es nicht, Chef. Chief. Nein, das nicht, du Sau. Sorry, ich bin so ein bisschen, ne, ihr habt mich verdorben. Twitch hat mich verdorben. Daran erinnerst du dich noch? Wow. Ich bin beeindruckt. Alter, was denkst du denn? Dass ich alles vergesse einfach? Ich kann mich schon noch an unsere extrem tiefgründigen, langen Gespräche erinnern, Erik. Die wir bei einem Brandy zusammen vor meinem Kamin geführt haben. So, Leute. In welchem Level bin ich denn jetzt hier gerade? Was müssen wir denn eigentlich machen? Hacknet gemeint. Dankeschön. So. Dann gucken wir mal. Oh nee, das ist wieder so Hype-Musik, ne? Das mag ich ja nicht. Das kann gerne wieder aufhören. Das kann ruhig wieder ein bisschen gechillter werden. Ansonsten machen wir halt jetzt gleich einfach, wir können ja mal hören, was Mario gerade zu bieten hat. Vielleicht ist da der bessere Sound. Definitiv. Geil. Bin ich dabei. Das ist ja schon eine Ewigkeit her. Ja, tatsächlich? Ich weiß gar nicht. Ein paar Wochen. Ich mag Mario so gerne spielen.
Das geht einfach immer. Aber auch am liebsten Super Mario World, denn da gefällt mir die Spielphysik am besten. Super Mario Maker mag ich im Gegensatz dazu überhaupt gar nicht. Also das macht mir auch wirklich fast keinen Spaß. Das spiele ich nicht gerne. Weil sich Mario da so komisch anfühlt. Aber hier ist einfach richtig Deluxe. Aber wo muss ich denn hin? Ach, muss ich in irgendeine Röhre oder was? Kann ich hier... Da kann ich nicht... Ach, wow! Ja, ich stand auf der Röhre. Wow, ich habe nicht gecheckt, dass es eine Röhre ist. Ich bin super intelligent, ey. Die Massen sind beeindruckt. Und die Crowd fasst sich kollektiv ins Gesicht. Okay, da ist so ein Football-Bro. Kann ich den einfach töten oder kriege ich dann... Naja, dann bin ich tot wahrscheinlich. So. Versuchen wir es einfach nochmal. So. Jetzt nehme ich den. Mach das kaputt. Gehe da drauf. Dann kommt ein zweiter Switch. Da springe ich drauf. Dann kommt das. Hä? What? Ich dachte mir schon, wieso geht der nicht durch die Röhre? Ich habe mal wieder zu kompliziert gedacht. Ich dachte, also ich... Wobei man auch sagen muss, das Konzept der Röhren ist neu in Nightmare Café 2, jetzt in diesem Level. Weil normalerweise musst du immer durch eine Tür gehen. Deswegen bin ich nicht drauf gekommen, weil ich nach der Tür gesucht habe, okay? Nur zu meiner Verteidigung. So, aber was ist denn jetzt der Witz? Darf ich den Typen vielleicht nicht umbringen? Brauche ich den? Aber ich komme nicht an dem vorbei. Also ich komme nicht an dem vorbei und hole mir den Dingens hier. Oder er? Nee. Das geht nicht. Nee. Weil ich habe mir gedacht, wenn ich ihn am Leben lasse, kann er hinterher dann vielleicht diese Dinger hier einrennen. Aber das funktioniert ja nicht. Ich glaube, ich muss ihn töten. Ah, wow, ich hab's. Ja. Nee, aber jetzt ist er ja weg. Wo ist er denn jetzt? Warum war er jetzt weg? Warum ist denn er weggelaufen? Ach, Moment. Ich habe natürlich noch eine andere Möglichkeit. Wow, ich bin auch super smart, ey. Okay. Nein! Okay, nochmal. So, jetzt kommt er angerannt. Wow. Okay. Nein! Zen-Modus, ey. Das ist das harte Training hier. Einfach den Puls mal unten lassen. Das ist das eigentliche Ziel heute Abend. Einfach mal ein bisschen chillen. Ach, da oben ist so eine Dingens, die mich anfrisst. Die knabbert mich an, du. Den köstlichen kleinen Mario-Dude. Er ist aber knuffig, ne? Mit seinem Schnauzer. Also, komm mal her. Freundchen. Nein, warum rennt er denn jetzt schon wieder aus dem Dingens? Das ist nicht gut. Moment. Kann ich das jetzt nehmen? Ja! Ja! Okay, perfekt. Atmen. Entspannen. Eins einfach. Was... Oh. Okay, jetzt sag bloß, ich muss das... Nee. Was war das für ein Screen gerade davor? Hm.
muss ich ein bisschen höher kommen. Später loslassen? Ich verstehe es immer nie. Also Shelljump bin ich noch nicht so tief drin. Ich glaube, noch später loslassen. Wenn man auf dem Rückweg ist, nach unten. Nee, das war zu spät. Muss man am höchsten Punkt loslassen? Ja. Okay, am höchsten Punkt loslassen. Dann irgendwie nicht in diesen... Ich glaube, die heißen Mancha, oder? Keine Ahnung, leider. Okay. Ja, ich glaube, da stand ich zu nah an der Wand dran. Vielleicht muss ich es aus der Bewegung rausmachen, um höher zu springen. So? Wahrscheinlich, ne? Na, ein bisschen zu früh noch gesprungen. Ah ja, dann geht's. Ah! Und dann muss ich ganz nach rechts auf das Teil. Ah, verdammt. Ach, ich habe immer noch so viel Spaß mit meiner Super NT. Das war eine richtig gute Investition. Die Dinger sind zwar lächerlich teuer für das, was sie sind, eigentlich, aber auch einfach richtig, richtig gut. Ich habe einfach keine negativen Punkte daran auszusetzen. Das Gehirn ist gerade voll bei Kaizo, nicht bei Sprechen. Nicht so schlimm. Ist für uns alle die sechste Stunde, ne? Ach, Mann. Also manchmal... Also das ist halt mein Level, ne? Ich schaffe nicht jedes Mal einen Shelljump, so. Ah! Oh! Geschafft, cool. Ich wollte nur kurz Bescheid sagen, also ich bin jetzt da. Tico Papico, was geht ab? Oh, ich mag das, dass die Shells hier pink sind. Ich will, dass sie immer pink sind. Na, Tico? Was geht ab? Frage ich dich. Alles gut bei dir? Ah, was hast du heute gemacht? Nix, nix. Warst du heute Schule? Warst du heute Arbeit? Warst du Schule? Ja, alles gut. So, und jetzt? Oh. Was? Okay. Ich muss... Oh, okay. Das ist relativ einfach rauszufinden. Aber du brauchst halt deine Anläufe. Und du musst dich halt aktiv darum kümmern, herauszufinden, wann du runterdrückst. Okay. Okay, und das ist natürlich die erste Schwierigkeit. Kann sein, dass ich jetzt das erste Mal direkt in die Röhre gekommen bin. Und jetzt aber nicht mehr schaffe. So. Okay. Man muss... Ich tippe, man muss... runterdrücken, wenn das Ding sich in der Mitte befindet. Bisschen später. Scheiße. Ich bin krank und hab Urlaub. Wie sieht's aus mit Roni? Ah! Und springen gedrückt halten. Ach, okay, das war doof. Das war komplett falsches Timing. Ja, Test heute war noch positiv. Bei Jay auch? Was? Okay. Nein! Uiuiui. Hui! Cool.
Sandwich ist fertig. Yes, Claudi, geil. Was ist drauf? Komm, erzähl mir, was ist drauf? Ich will es mir vorstellen. Erstmal, was für ein Brot hast du genommen? Hast du richtig schön weißes, labbriges Semi-Toast-Brot genommen? Ich bin jetzt da. Hallo, Christina. Einen wunderschönen guten Abend. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ich kann mal. Kann mal hier was von meinem Headroom wegnehmen. Und einfach den Chat ein bisschen weiter nach unten machen. Und vielleicht den Chat insgesamt auch ein bisschen kleiner. Damit man ein bisschen mehr sieht. So ungefähr. Was haltet ihr davon? Viel, viel besser. Keine Ahnung, das musst du ihn schon selbst fragen. Jay, ist dein Testimonial noch positiv? Ihr seid Geschwister und ihr wohnt im gleichen Haushalt. Tico. Nee, Harry Toastbrot, Vollkorn mit Schinken und Käse. Bild in Discord. Okay, ich will's. Du kriegst mich immer. Claudi, du kriegst mich immer. Jetzt muss ich nachgucken. Ich kann nicht anders, Leute. Ich will wissen, wie es aussieht. Ich muss es einfach sehen. Na, Claudi, das geht nicht. Die sind ja noch gar nicht verbrannt. Die sind zu blass. Also ein Sandwich-Toast aus dem Sandwich-Toaster ist eigentlich erst dann gut, wenn es so rabenschwarz ist wie ein Stück Kohle. Nein, aber so richtig krossbraun. Mir wäre das nicht durchgetoastet genug. Na, da kann ich leider nur eine 3 von 5 geben, Cloud. Nee, das ist eine 2 von 5 für mich. Optisch. Ich bin mir sicher, es ist köstlich. Aber da fehlt, glaube ich, einfach diese schöne Kruste. Ah. Ah. So, fertig. Eben fix nur Rossmann leer gekauft. Okay, sag uns 3 Produkte, die du gekauft hast, Schlomser. Ich bin neugierig. Morgen gibt es Burger in der Mensa. Christina, was ist mit deiner Stimme passiert? Jesus. Ist Christina in Stimmbruch gekommen? What the fuck? Ja und? Was ja und? Worauf war das bezogen, Tico? Ja, vom glücklichen Schwein. Ja. Ob das Schwein so glücklich war, Claudi? Bist du dir sicher? Hast du es im Sandwichmaker gemacht? Wenn ja, wieso Backpapier? Oh, Tico, du bist da was auf der Spur. Ja, guck mal, Claudi war faul. Jetzt weiß ich, wo das Problem ist. Das sah mir die ganze Zeit so seltsam aus, aber ich habe einfach nicht drauf geachtet, dass es in Backpapier eingewickelt ist. Na klar, Claudi hat das in Backpapier gemacht. Deswegen ist das nicht braun geworden und der Käse ist trotzdem zerlaufen. Irgendwas hat nicht gestimmt. Irgendwas an dem Bild ist unrealistisch. Wer will denn ein Stück Kohle essen? Immer ich. Mich stört das Backpapier. Die verbrennen wegen dem Backpapier nicht, aber das nächste Mal warte ich eine Stunde. Wieso fragt mich niemand, wie Sumba war? Christina? Was gab's heute in der Mensa zu essen? Ach, Tico, come on. Tico, du kannst doch nicht immer... Wir können Christina nicht immer alles recht machen sofort. Die ist verzogen mittlerweile. Das müsst ihr auch mal begreifen. Man darf Christina nicht sofort immer geben, was sie will. Sie gibt uns allen ja auch immer nicht das, was wir wollen. Wie war denn Sumba? Augenbrauenrasierer, Mückenschutzspray und Masken. Das sind deine 3 Artikel aus dem Rossmann. Ich musste gerade echt überlegen, in was für einen Kontext ich das setzen kann.
Ich habe mir einen Nasenhaarschneider gekauft letztens. Und ich habe festgestellt, dass man damit auch andere Haare sehr gut schneiden kann. Also so besonders so kleine Haare am Bart zum Beispiel. Wenn du einzelne Haare hast, dann kannst du da einmal so drauf tupsen mit. So pff, und dann sind die weg, die Haare. Oder zum Beispiel Augenbrauen. Wenn du so, alte Männer wie ich, die haben manchmal dann so einzelne lange Haare in den Augenbrauen. Und die kann man dann auch einmal so pip, einmal so anstupsen und dann sind die wieder kürzer. Das ist ein sehr präzises Werkzeug. Ein Augenbrauenrasierer. Moment, wie sieht denn ein Augenbrauenrasierer aus, Schlomser? Bild in den Discord, Schlomser. Wir wollen ein Bild haben davon. Komm schon. Super, heute war es auch nicht so warm und dann konnte ich mich... Haha, Christina. Das hat voll Spaß gemacht. Nächsten Dienstag nochmal. Du hast dich verschrieben, ne? Lies das nochmal durch. Ich verstehe nicht, worauf du hinaus willst, Christina. Es ist so kaputt alles. Du hast den Satz komplett seines Sinns beraubt. Durch deine Rechtschreibfehler. Deine vielen, unzähligen Rechtschreibfehler. Sorry, ich habe Kopfschmerzen. Irgendwas mit Christinas Stimme heute nicht in Ordnung. Oder man lässt das Backpapier weg, Claudi. Ja, halt, lass es halt weg, Claudi. Come on, Claudi. Aber, naja, Claudi macht sich wahrscheinlich Gedanken darüber, dass das Ding halt dann super zugeschmiert ist. Dieses Sandwich-Toaster-Dingen. Der Sandwich-Toaster halt. Und, meine Devise war Zeit meines Lebens immer ganz klar, einfach dreckig lassen, einfach nicht waschen. Die ganzen Einkrustungen und so an einem Sandwich-Toaster, die müssen sein. So, dann schmeckt das nächste Brot darunter halt noch besser. Das ist halt wie bei so einem amerikanischen Barbecue-Grill, wo die dann so einen richtigen, so einen Pitmaster haben, der dann in so einer richtig verschmierten Küche steht. So, da muss wirklich das Fett von den Wänden triefen. Und so muss auch ein Sandwich-Toaster aussehen, guter. Sie hat heute gefragt, wer noch nie Zumba gemacht hat. Und dann habe ich mich gemeldet und sie hat gelacht. Ich war heute nicht in der Mensa. Es gab nichts zu essen für Christina. Nee, das hat sie nicht gesagt. Sie hat gesagt, sie war nicht in der Mensa. Okay. Wo warst du denn essen? Tico, aber es ist so lässig, den Käse aus dem... Also so lässig. Und Monty ist unerheblich, Claudi, ne? Es ist so lästig, den Käse aus dem Maker zu poolen. Aus dem Maker. Yo, show me your Maker. Sorry, ich habe Kopfschmerzen. Ich konnte den Satz gut verstehen. Man muss halt drumherum denken können. Ja, Erik, es war auch nur ein kleiner Witz. Weil Christina ist doch so lieb, andere Leute auf ihre Fehler hinzuweisen. Dann muss man es immer richtig auskosten, wenn Christina mal einen Fehler macht. Super, heute war es nicht so warm. Und dann konnte ich mich wieder so richtig austoben. Das hat voll viel Spaß gemacht. Nächsten Dienstag nochmal. Guck mal, und schon versteht man's. Nicht schlecht. Also hast du dich richtig ausgepowert. Ja, ich habe auch was gemacht. Ich habe Squats gemacht. Schön mit Hantel auf den Schultern. Auf dem Rücken. Und was habe ich noch gemacht? Kreuzheben. Kreuzheben. Squats ist meine Hassübung. Ich hasse Squats. Kreuzheben geht. Du hast doch gefragt, was es in der Mensa gab. Aber ich war nicht in der Mensa, also keine Ahnung. Ich habe mir ein Brötchen mit Käse gekauft. Ein Käsebrötchen oder ein Brötchen mit Käse? Squats to bring Sally up, bring Sally out, bring Sally down? Ist das ein Lied? Soll ich das mal gerade anmachen? Wie heißt das? Bring Sally up, bring Sally down? Bring Sally up Workout. Heißt das so? Bring Sally up. Okay, wir hören mal rein. Bring Sally up, bring Sally, oh yeah. This man's why I gotta tear the ground. Bring Sally up, bring Sally up, bring Sally down. This man's why I gotta tear the ground.
Oh, ist ein guter Rhythmus für Squats. Aber ich kann es nicht so lange anmachen, ansonsten wird mein VOD gemutet und das möchte ich doch vermeiden. Ich like das Lied mal. Dann kann ich das nächste Mal ausprobieren. Danke für den guten Tipp, Christina. Was wissen wir hier immer zu schätzen? Das wirst du dann auch noch lernen, wenn du dich ein bisschen in der Community einfindest, irgendwann mal. Bist ja noch nicht so lange dabei. Es war ein Meerkornbrötchen mit Käse, Salat, Gurke und Tomate. Klingt ganz lecker eigentlich. Ich hoffe, da war keine Mayonnaise drauf. Bei uns in der Kantine machen die auf Baguettes und so immer Remoulade. Das muss nicht sein. Das macht das ganze Brötchen noch ungesünder. Das hört sich gut an. Ja. Salat? Das geht auch mit Liegestütze. Okay, bring Sally up. Bring Sally down. Bring Sally up. Yep. Ist ein guter Rhythmus für Training. So. Was muss ich hier machen? Spielen wir mal ein bisschen weiter. Ha, was ist das mit der Mayo? Was meinst du denn? Warum die Leute immer Mayo auf die Baguettes machen bei Bäckern? Keine Ahnung. Sollen wir damit aufhören? Man bestellt zum Beispiel Schinkenbrötchen das Mayo drauf. Ja, Tico, du sprichst mir aus der Seele. Kann ich einfach mal nichts machen, als dir zustimmend zuzunicken. Oh, hier muss man Jump machen. Das heißt, ich habe mal gehört, beim ersten Frame Kontakt mit dem Dingens die Sprungtaste drücken. Ist, glaube ich, ein Frame-Perfect-Trick. Ich weiß es nicht, ob das stimmt. Ich meine, das mal gehört zu haben. Das ist halt ein relativ kleines Zeitfenster. Das ist halt eine 60stel Sekunde. Die muss man erstmal treffen. Ich schaffe ja nicht mal in die Röhre zu gehen. Nein, nur bei Up geht man hoch und bei Down runter. Dann hält man und bei Up geht man wieder hoch. Okay. Bring Sally up, bring Sally up, bring Sally up, bring Sally up. Ja, das wäre sonst zu schnell, ne? Ja, du hast recht. Nee, Butter, keine Mayo. Butter ist gut. Wenn es gute Butter ist. So wie die El Président. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die El Président wirklich gute Butter ist. Was ist der Unterschied zwischen guter Butter und schlechter Butter? Das muss man doch eigentlich geschmacklich dann entscheiden, oder? Also die schmeckt schon gut, muss ich sagen. Fuck. Aber vielleicht muss ich es auch gar nicht. Vielleicht kann ich auch so von links nach rechts da runterrutschen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ich kann es einfach mitnehmen. Okay, Moment. Ich kann es einfach mitnehmen. Also... Moment. Das kriege ich gemanagt, Leute. So. Stell ich's da hin. Zack. Ah, ah, phew. Okay. Yes. Ey, ich hab den Augenbrauenrasierer im Discord. Nice. Bring Sally up. Bring Sally down. Entschuldigung. So, dann schauen wir mal. Also, ich muss hier natürlich immer erstmal meinen Monitor umstellen. Irgendwann stelle ich nochmal einen dritten Monitor auf. Aber ich habe echt keinen Platz mehr hier auf dem Schreibtisch. Irgendwo muss der Ventilator noch stehen. Mit Käse ist einfach alles geil, sagt Lukas. So. Bring Sally Up Squat Challenge hat Christina gepostet. Und Schlomser hat ihren Augenbrauenrasierer einfach mal hier reingeballert. Den guten Wilkinson Intuition Perfect Finish Eyebrow Shaper. Aha. Das ist ja was. Krass. Wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt.
Also ich mache das eigentlich immer mit der Schere, aber ich forme meine Augenbrauen auch nicht. Ich finde immer, das kann sehr, sehr schnell schief gehen. Ein Kumpel von mir hat das mal gemacht. Der hat sich mal seine Augenbrauen so ein bisschen gezupft, zurechtgezupft. Und ich glaube, da kann es halt sehr schnell passieren, dass man das Augenmaß verliert. Dass du halt denkst, okay, jetzt noch ein bisschen. Und dann so, jetzt ist es auf der anderen Seite, aber zu viel noch. Dann muss ich da jetzt auch noch wieder ein bisschen abnehmen. Und der hatte dann plötzlich so ganz dünne Augenbrauen. Und das sah halt irgendwie weird aus. Ich finde, seine Augenbrauen sollte man im besten Fall einfach in Ruhe lassen. So, dann sehen die meistens am besten aus. Ist aber nur meine Meinung. Ihr könnt euch auch so ganz, ganz dünne Augenbrauen machen von mir aus. Oder ihr könnt euch die auch komplett abrasieren und dann einfach auf die Stirn malen. Das gibt's ja auch, habe ich auch schon gesehen. Das ist auch völlig in Ordnung. Wichtig ist, dass ihr selber das schön findet. Der ist gut, den habe ich auch. Okay, das ist der beste Augenbrauenrasierer am Markt. Der Wilkinson Intuition Perfect Finish Eyebrow Shaper plus Precision Cap. Oh, die Precision Cap ist auch noch dabei. Krass. Was kostet sowas, Schlumser? Was bezahlt man für so einen Wilkinson Intuition Perfect Finish Eyebrow Shaper Precision Cap? Ich habe andere. Ich habe Wildwuchs. Sehr gut, Christina. Team Wildwuchs. Ah, Claudi, sehr gut. Nein. Mit Edding. Ja, mal irgendwann mal. Für 3000 Euro rasiere ich mir die Augenbrauen ab und male mir neue Augenbrauen auf die Stirn. Das ist mein Preis. Ich habe mir gerade ausgedacht, ich habe nicht besonders lange drüber nachgedacht. Es ist ein Gefühl und ich sage jetzt so rein aus dem Bauch raus, für 3000 Euro würde ich es machen. Es ist natürlich echt schwierig auf der Arbeit, ne? Also müsste ich nicht in ein Büro fahren, jeden Tag, wo ich dann mit Leuten zusammenarbeite, die mich sehen, wäre es überhaupt kein Problem, dann würde ich es sofort machen für 100 Euro. Ich würde es umsonst, ich will einfach jemandem 100 Euro geben, damit er mir zuguckt, wie ich das mache. Aber so ist mein Preis 3000 Euro. Nicht, dass ihr gefragt hättet oder so. Es war mir halt wichtig, da einmal jetzt ganz gründlich drüber nachzudenken, mich da festzulegen auf den Preis. Das haben wir jetzt geschafft und jetzt können wir auch weitermachen. Nee, ganz dünn oder weg ist hässlich, ja. Ich habe mir auch ab und an mal ein Stück zu viel abrasiert. Ja, das passiert dann halt. Schleichwerbung, Schleichwerbung. Ich gebe 3000 Kanalpunkte. Wow, Christina. Das ist ja mindestens 2 Stunden zugucken. Vor allem auf die Stirn. Man sieht dann einfach immer erstaunt aus. Immer den hier. Was ist denn, Dennis? Nichts? Was denn? Was soll sein? Du guckst so. Hä? Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Was? Was ist denn das für scheiß Musik? Mal ganz im Ernst. Warum wechselt er denn immer die Playlist? Ich verstehe Spotify manchmal nicht, ey. 3000 Kanalpunkte sind ungefähr 4 Stunden Streams für mich. Ja, okay, also dafür mache ich's. Dafür rasiere ich mir die Augenbrauen ab, gar kein Problem. So, wir spielen jetzt ein bisschen Kaizo weiter. Leute, wir haben noch hier was vor. Meine Güte, ey. So, möchte jetzt noch jemand irgendwie ein Bild ins Discord posten, das ich mir anschauen soll? Ist ja nicht so, als hätte ich Schlomser darum gebeten. Achso, jetzt haben wir natürlich die Mario-Musik und die Dingens-Musik an, ne? Dann machen wir jetzt mal wieder ein bisschen nur Spotify. Vom Rauchen kriegt man gelbe Zähne. Oh, Entschuldigung. Ihr habt das natürlich vollkommen recht, Christina. Ich habe Frühlingsrollen. TK oder was? Oder selber gemacht? Die sind aber leicht verbrannt. Hast du sie frittiert? Hast du sie im Backofen gemacht?
Leute, ich will Details haben. Ihr könnt mir nicht immer einfach nur sagen, was ihr esst. Ich will Details. Ich will es mir vorstellen können. Sonst macht es doch keinen Spaß. So, was mache ich denn jetzt hier? Oh Gott. Ja, ich muss jetzt rechts runter und dann wieder nach links drücken wahrscheinlich, ne? Okay, cool. TK, ja, in der Pfanne. Meine Mutter macht manchmal, so ganz selten, Frühlingsrollen selber. Das ist ein Heidenaufwand, aber das lohnt sich so sehr, weil die sind so geil. Oh, sind die geil. Und jetzt? Oh, shit. Ich hätte springen gedrückt halten müssen. Da habe ich es geschafft, ne? Bin einfach durch Dusel hier durchgekommen. Wahrscheinlich schaffe ich das jetzt nie wieder. Easy. Verbrannt ist nicht schlimm. Oh, ich habe richtig Gänsehaut, ey. Leicht verbrannt ist nicht schlimm. Pizzen schmecken mir auch immer am besten, wenn sie ein bisschen zu lange im Ofen waren. Erik, ja, ganz genau. Ist bei mir genauso. Ich mag die Sachen immer ein bisschen knuspriger, als sie eigentlich sein soll. Also frittiert. Wie, du hast sie in der Pfanne frittiert? Wow, krass. Das ist Next Level Shit. Ich wollte nur kurz Bescheid sagen, also ich bin jetzt da. Hallo Abu, einen wunderschönen guten Abend. Abu immer zuverlässig am Start, ey. Es geht. Ich hoffe, du hattest einen angenehmen Tag, Abu. Ich esse gerade meine letzten Kirschen. Meine letzte Kirsche aus dem Südharz. Hast du die selber gepflückt? Warst du im Südharz? Mit Fleisch oder nur Gemüse? Weiß nicht, die waren, glaube ich, auch mit Fleisch. Ist schon ein bisschen länger her, dass ich die essen durfte. Oh, wie geht das denn? Ich muss wahrscheinlich den Schlüssel irgendwie nach unten werfen, ne? Eieieiei. Nee, ich habe sie pflücken lassen. Von einem deiner zahlreichen Sklaven. Hat sie dir F mitgebracht? Wow. Wer ist denn jetzt schon wieder F? Meine Güte, ey. Christina und ihr Sklavenharem, ey. Meine Güte. Das gibt's ja. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wie macht sie das bloß? Ich hatte einen fürchterlichen Tag. Aber nun ist ja Feierabend. Das ist die richtige Einstellung, Abu. Wie? Wie kriege ich das denn hin? Ich esse nur die Kleine mit Gemüse. Nee? Ah, ich find diese Dynamik zwischen Christina, Jay und Erik finde ich sehr, sehr amüsant. Da entspinnen sich viele Geschichten für den Außenstehenden, der da drauf schaut von oben. Wie mache ich denn das jetzt? Muss ich es einfach so loslassen? Ich darf keine Richtungseingabe machen. Nee. Hä? Ich glaube, ich muss ihn nur fallen lassen auf den nächsten. Das ist, glaube ich, der Trick. Ah! Das ist ganz schön tricky. Vor allem, um den Schlüssel aufzunehmen, muss ich... Habe ich auch wieder gehört, kann ich nicht bestätigen, weiß ich nicht, ob das wahr ist. Im gleichen Frame Sprung und Rennen drücken. Damit ich sowohl abspringe, als auch den Schlüssel mitnehme. Ja, genau. Und dann muss ich sofort eigentlich wieder loslassen und dann hoffen, dass er da oben hinfällt. Auf den nächsten Mancha. Vielleicht muss ich weiter hier stehen. Ja! Oh, Leute, cool. Schaut mal. Wieder was gelernt. Nice. Ich denke mal, ihre Heimatstadt ist im Südharz. Erik hier hart am Doxen. Ich wollte nur kurz Bescheid sagen, also ich bin jetzt da. Hallo Chris, hallo aus dem Harz. Südharz? Hat Chris etwa Christina die Kirschen geschickt? Oh mein Gott.
Jetzt wird's interessant hier. Ein neues... ein neuer Faktor in Christinas Netz aus Sklaven und Intrigen und Hass und Kontrolle. Einen wunderschönen guten Abend, Chris. Ne? Ich dachte, wir machen heute einfach nochmal genau das gleiche wie gestern. Ich hoffe, du hattest einen angenehmen Urlaubstag. Wie lange bist du im Urlaub? Verdammt, wie lange kommst du gar nicht mehr raus aus dem Harz oder was? Chris, aber jetzt richtiger Harzer einfach. Das hat aber was Gutes. Sie muss sich nie wieder was selber kaufen. Das ist für sie gut. Ja, das stimmt. Nee, die lassen einen nicht mehr aus der Zone. Oh Gott, ey. Soll ich da rausholen? Ich schicke ein Sondereinsatzkommando, okay? Ich bin das Sondereinsatzkommando, Chris. Ich hol dich da raus, Mann. Wir machen so eine Montage, wie ich so eine Gear-Up-Montage. Wo ich mir so Streifen unter die Augen male, mir überall so Waffen reinstecke, irgendwie überall an den Körper so 20.000 Messer und Schusswaffen, Kettensägen, sowas. Rakete auf dem Rücken. Und dann gehe ich los in Harz und hole dich heraus. Also Chris ist gerade dort, wo F wohnt. Und sie ist ja heute weiter dorthin gefahren. Chris und F könnten sich treffen. Oh, F ist... F steht für Female. So, wie geht das jetzt? Oh, what? Schaut mal. Das ist ja abgefahren. Wow! Okay. Ich muss leider berichten, dass meine Green Chip-Produktion instabil ist. Nein, Erik, ey. Aber gut, dass wir es von dir erfahren, nicht erst morgen früh aus der Zeitung. Meine Güte, ey, das tut mir echt leid für dich, Bruder. Ah, ey, es kommen auch wieder bessere Zeiten. Erik, hey, komm, lass dich mal umarmen. Oh shit, und jetzt? Und dann lenkt sie mit ihrer Jonglier-Action ab. Sauber, das funktioniert. Genau. Die Waffen spielen keine Rolle, die sind einfach nur, damit ich cool aussehe. Aber der wahre Trick besteht darin, den Feind abzulenken durch Jonglierkünste. Ja, das ist meine Waffe. Meine Balls. Ich muss hoffen und beten, dass sie noch stabil genug bleibt, bis ich mein Ziel erreicht habe. Leb deinen Traum, denn er wird wahr. Erik ist unser Green Chip Star. F also Frederik. Nee, F steht für Fione. Wie hieß noch mal gestern? Moment. Fjöntreblöd! F steht für Fjöntreblöd. Ob wir Fjöntreblöd wohl noch mal wiedersehen hier? Ich glaube ja. Geh deinen Weg, stell dich der Gefahr! Genau. Und jetzt die große Frage an dich, Dennis. Über welches Spiel rede ich? Also es... Ich glaube, es ist Factorio. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht irgendein Produktionsgut in Factorio ist. Ist es Factorio? Weil da gibt es ja so Computerchips. Vielleicht sind das ja Computerchips, die grünen Computerchips, die knapp sind bei dir. Ist es Factorio? Ich lege mich fest, ich nehme E Factorio. Ja, es ist Factorio. 500.000 Mark Frage. Yes. Alles, was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist. Ja, greif nach den Sternen. Du bist bereit. Glaube an dich. Bald ist es soweit. Wir werden bei dir sein. Sei bereit. Sorry, es hat mich mitgerissen. Ja, mich auch. Ich koche vor Emotionen. Was auch sonst. Ja, ich bin der Beste.
Ich muss 20 Millionen Green Chips produzieren und bin schon bei 16 Millionen, noch was. Das ist sehr unpräzise, Erik. Sowas will ich nie wieder von dir hören, okay? Komma noch was. Bist ein Mann der Mathematik? Komma noch was. Soweit kommt's noch. Es hätte auch Satisfactory sein können. Erik ist ein geheimnisvoller Mann, Christina. Der ist nicht so leicht durchschaubar, wie du denkst. Erik, der hat so eine mysteriöse Aura, die ihn umgibt. Man weiß nie, ob er gerade Factorio oder Satisfactory spielt. Nein, ich darf nicht beide gleichzeitig treffen. Eine genauere Kommazahl gibt er mir nicht. Das kannst du ausrechnen! Oh, what the fuck? Was habe ich hier getan? Was ist passiert? Okay, Moment, was? Aha. Moment, wie komme ich denn dann wieder... okay. Abgefahren, okay. Bin mal gespannt, ob ich es schaffe. Also ich muss rechts auf den Block hier. Scheiße, nein. Ja. Also ich zeige es euch einfach. Ich lasse einfach Taten sprechen. Nein. Scheiße. Taten, Leute, ja? Schaut einfach zu, wie man es macht. Ich zeige euch das mal kurz. Hä? Ich nehme euch mal gerade mit. Ich nehme euch mal in die Hand. Dann zeige ich euch ein bisschen Kaizo-Eck. Was? Ich muss auf den P-Switch, damit die Tür kommt. Aber wenn ich den P-Switch benutze, wird das Teil da oben zu einer Münze. Und dann kann ich nicht mehr drauf. Und dann komme ich nicht zurück. Was verstehe ich nicht? Discord sagt Factorio. Leute, ich mach mal gerade eine kurze Pause, bin sofort wieder da. Da bin ich wieder. Leute, ich könnte mein Ich von vor 2 Stunden umarmen. Ich habe mir eine Mate ins Tiefkühlfach gelegt und ich habe mich gerade daran erinnert. Oh, jetzt habe ich eine eiskalte Mate. Wie geil ist denn das? Damit habe ich überhaupt nicht mehr gerechnet heute Abend. Das sind die Kleinigkeiten, über die man sich freuen muss im Leben. Mehr haben wir nicht, Leute. Oh, die ist... Guck mal! Die ist beim Aufmachen... Die friert jetzt gerade zu. Nein, das gibt's ja nicht. Die friert jetzt in diesem Moment zu. Guckt euch das mal an. Das ist Physik.
Das ist Live-Physik hier. Nein, das ist ja irre. Christina, Erik, ihr müsst das erklären. Schaut mal, die war, als sie zu war, war sie nicht gefroren. Jetzt friert sie gerade von oben nach unten zu. Ich habe von diesem Phänomen gehört. Es hat was, glaube ich, damit mit der Druckveränderung zu tun. Wenn man die Flasche öffnet. Ich hoffe, das Glas geht kaputt. Das ist unnötig und gemein, Tico. Jetzt kommt nichts raus, weil es gefroren ist. Müssen wir ein bisschen stehen lassen. So. Das war ja wohl krass, Leute. Das war ein Wunder, dass wir hier live mit... Das war Wissenschaft im Grunde, die wir hier gemacht haben zusammen. Oh shit. Oh shit. Ja, genau. Ich wusste es. Okay, wir machen das Giphy-Plugin aus, bevor ihr noch zu viel Spaß damit habt. Na gut, ich mach's ganz klein. Ich lasse es da, aber ich mach's ganz klein. So. Upsala! Okay, das ist, das sagt mir gar nichts. Alter, die Mucke, ne? Das ist ja ganz schlimm. Das ist schon wieder ein anderes Album. Ich werd bescheuert, ey. Warum denn? Warum machst du das denn, Spotify? Warum gehst du denn in ein anderes Album rein einfach so? Warum enttäuschst du mich denn jeden Tag aufs Neue, Spotify? Mann, ey. Verdammt sei das Vergangenheits-Ich, dass es keinen Zettel geschrieben hat. Marte nach einer Stunde rausnehmen. Oh, das hat... sagte Chris mit seiner besten Christina-Stimme. Das ist das Schlimmste, wenn man einfach trinken in der Tiefkühltruhe vergisst. Und dann wacht man morgens auf und dann fällt es einem kochend heiß ein. Und dann weiß man, es ist zu spät. Es geht nicht in andere rein, er erstellt eine radiobasierte Playlist. Nein. Unfug. Ich muss gerade meine Mate ein bisschen aufwärmen, weil ich die gerne trinken würde, aber sie ist leider sehr gefroren. Oh, ja geil. Oh, Gehirnfrost. Geil. Oh, Beste. So ist das Leben. Kann ich den mitnehmen? Ich muss den mitnehmen. Moment, was? Wie? Okay, das ist für mich jetzt gerade noch ein bisschen zu hoch. Ich muss noch ein paar Mal machen. Ja, das geht nicht. Moment, ich muss auf das Ding als erstes. Dann darunter springen. Ich muss zuerst auf dem Balken landen. Rechts. Und dann muss ich aber vom Balken... an das Ding springen. An den Kasten. So. Nein! Nein! Okay. Ja, aber dann weiß ich jetzt zumindest, was ich machen muss. Also glaube ich. Stell sie in den Backofen für 15 Minuten 1080 Grad Umluft. Wirklich 1080 Grad, Chris? Sorry, so einen Ofen habe ich nicht. Ich bin leider nicht so reich wie du, Chris. Ich habe einen ganz normalen Konsumerofen. Ich weiß, für dich ist das schwer vorstellbar. Aber wir bewegen uns einfach in unterschiedlichen Welten, Chris. Erst wenn du das P hast auf den Balken,
Geht auch. Ist vielleicht sogar die einfachere Version davon. Oh, warte mal. Shit. Ja, ich glaube, es geht beides tatsächlich. Aber es kann sein, dass das, was du sagst, einfacher ist. Ja. Guter Tipp, Tico. Hast du gut gesehen. Oh Mann, sorry, ich hab daran nicht gedacht. Ja, man vergisst es so schnell, ne? Dass nicht alle zum oberen 1% gehören können, Chris. Du hast bei dir keinen Hochofen in der Küche zu stehen? Das hat doch jeder. Morgen mache ich einen IRL-Stream, wie wir die 7 Ringe der Macht schmieden bei mir in der Küche. Sind es 7? Wir sind immer 7, oder? Es müssen eigentlich 7 sein. Sind Herr der Ringe-Nerds unter uns? Wie viele Ringe der Macht gibt es? Ich glaube 7, ne? Oder waren es 9? Entweder waren es 7 oder es waren 9. Bin ich mir doch sehr, sehr sicher. Es sind immer 7. Ja, ja. Genau. Entschuldigung. Ja. Bei Harry Potter ebenfalls. Wirklich? 7 Horcruxe oder was? 7 Bücher? Es sind 3 oder 7? 3 sind es auf keinen Fall. Es gibt mehr als 3 Ringe der Macht. Es könnten auch 9 sein. Aber 7 ist die bessere Zahl einfach, ne? 9 ist einfach schon zu viel, um es ernst zu nehmen. Da wird es halt beliebig. Ich glaube, deswegen benutzen Leute gerne die 7. So, was mache ich denn jetzt hier? Tja, krass, okay. Wow! Was ist, wenn ich es nie wieder schaffe? Ja, bei Harry Potter kommt sehr oft die Zahl 7 vor. Hat das einen bestimmten Grund? Gott sei Dank ist Ams nicht hier, sonst würde der sofort wieder anfangen, Harry Potter zu haten. Obwohl er es nicht gelesen oder gesehen hat. Fand ich schon ziemlich gut gestern. Das Selbstbewusstsein muss man erstmal aufbringen. Hä? Also manche Level verstehe ich nicht. Guckt euch den Screen mal an. Ich springe hier drauf. Springe hier drauf. Dann gehe ich halt durch die Tür durch. Was ist denn daran jetzt schwer? Gar nichts, ist die Antwort. Genauso wie das hier. Das ist auch Kindergarten. Ey, auch im Kindergarten stößt man sich ab und zu mal den Kopf und kriegt eine Beule, okay? Ja, dann halt einfach. Ja, come on, Leute. Ich mach auch nicht ernst. Ja, ich mach nicht ernst. Modde, was geht? Ui! Boss-Moves, auf jeden Fall. Ich habe mir gedacht, das hat mir gestern Abend so viel Spaß gemacht. Wir spielen heute ein bisschen Nightmare Café 2 weiter. Schön, dass du reinschaust, Modde. Was geht? Ihr habt gestern so einen kleinen Podcast gemacht, ne? So ein Live-Podcast? Oder wie ist das Konzept deiner Sendung? Die 7 ist so eine magische Zahl, die jeder benutzt in seinen Stories. Mach mich gleich fürs Kino fertig. Oh, was gibt es? Krass. Wahrscheinlich irgendein Marvel-Film, ne? Noch eine Beule. Nee, 7 soll eine magische Zahl laut ihr sein. Okay, wow. So, was müssen wir machen? Wahrscheinlich Spinjump. Das war noch ein Mini-Impro-Podcast, aber bald gibt es einen geplanten. Ja, geil, cool. Jeder braucht einen Podcast. Jeder braucht einen Podcast. Dienstag ist Sneak-Preview-Tag. Ah, du bist also ein richtiger Kinofan.
Sneak Preview, okay. Das wäre mir zu riskant. Da lasse ich mich nicht drauf ein. Dann sitze ich hinterher in so einem Film, den ich nicht ertragen kann. Aber, Kudos. Für den Mut, den du aufbringst. Du bist so mutig, Motte. So ein mutiger Mann. Das ist dann auch günstiger, ne? Ich habe das Konzept noch nie verstanden. Na, wird kein regelmäßiger Podcast. Ja, ein Talkstream. Ja, ist doch auch cool. Sehr nice. So, jetzt wechselt er nicht mehr das Album. Seltsamerweise. Naja. War wohl ein Dennis-Fehler. War bestimmt kein Spotify-Fehler. Es ist gar nicht so einfach, ne, da hochzukommen. Also Spinjump ist, glaube ich, richtig. Ich habe vergessen, wie der Begriff heißt, der dafür sorgt, dass man Springen gedrückt hält und Mario dadurch langsamer fällt. Da gab es so einen Begriff für. Air Control. Aber irgendwie anders. Aber im Endeffekt sagt es Air Control aus. Ich gehe seit August 2019 regelmäßig in die Sneak. Kaum eine verpasst. Wirklich? Vom Lockdown abgesehen. Da haben wir aber auch eine Netflix-Sneak improvisiert. Krass. Ja, Regrab, genau. Danke. Okay, cool. Ja, finde ich gut. Also ich würde auch gerne wieder mehr Filme gucken. Das ist irgendwie super verloren gegangen. Also besonders in den letzten Jahren. Wir haben früher viel mehr Filme geguckt und es hat auch viel mehr Spaß gemacht irgendwie. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass Filme gar nicht mehr so eine Wichtigkeit haben. Weil halt einfach so viel existiert und gerade auch an Serien und alle Streaming-Anbieter. Und mir fehlen einfach so diese großen Releases, auf die man sich dann wirklich schon das ganze Jahr freut. So wie damals mit Herr der Ringe. So, da hattest du einfach 3 Jahre lang, konntest du dich aufs Kino freuen. Aber das hatte ich echt schon lange nicht mehr. Lass es seitdem mal 10 richtige Schmutzfilme gewesen sein, aber unfassbar viele Perlen. Ja, cool. Das klingt nach einer Menge Spaß. Ich habe immer noch diesen einen Film geguckt, den du mir empfohlen hast. Black Box? Nee, Black Phone? Ah, scheiße, den muss ich noch nachholen. Mein Bruder hat mir den auch empfohlen. Du hast mir den empfohlen, oder? Hast du nicht gesagt, der ist so gut? Ich meine mich zu erinnern. Vielleicht ist doch Quatsch. So. Verdammt. Ach, große Releases sind meistens gar nicht so interessant. In der Sneak gibt es halt häufig mal Indie-Titel und die sind oft super. Ja, aber diese Leuchttürme, für die man ins Kino gegangen ist früher.